Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Infected mit Voucher und mit Nameless. Schön, dass ihr da seid. Bei uns kann es weitergehen. Ich habe mich heute vorbereitet auf die Farmrunde. Wir wollen hier alles füllen, was zu füllen ist. Wir möchten schauen, dass wir den Lagerbunker drüben anlegen. Und deswegen geht jetzt bei mir das Inventar mit Tab auf. Ich habe es nochmal probiert. Man muss einfach mehrfach bestätigen. Zumindest war es bei mir so. Und dann hat es das auch übernommen. Wir trinken aber was, bevor wir schlafen gehen. Wir haben noch schmutziges Wasser hier drin. Das ist natürlich super. Okay, aber du musst trotzdem mit ESC zumachen. Komm her. Schnäbles, bevor du mir verdurstest, ernte, was ich dir hier. Und dann habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt die fleißige Runde heute gemacht haben, dann machen wir uns auf die Socken, das Krokodil zu jagen, dass wir so schnell als möglich den Rucksack bekommen. Denn mit diesem kleinen Täschchen hier bin ich jetzt schon wieder nicht mehr so ganz zufrieden. Großer Rucksack macht auf jeden Fall Sinn für uns. So, das war die Geschichte. Wasser kocht ab. Aber hatten wir nicht auch drüben... Muss ich gerade mal kurz mit euch rüberstiefeln. Ich hoffe, es kommt kein Bär. Hatten wir nicht in dem Dings hier auch Wasser drin? Jo, Wasser nehmen. Jetzt steht bei mir schmutziges Wasser, Leute. Ist das ein Bug-Anzeigefehler? Ich dachte, das Regenwasser kann ich saufen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das hier auch steht. Ne, sauberes Wasser. Wo ist denn jetzt mein Denkfehler? Ich dachte, dass der Kübel sauberes Wasser hat. Nameless. Da machen wir was mit, oder? Jetzt pennen wir erstmal. Ja, aber ein bisschen länger kannst du schon. Tag 7, ne? Wir müssen jetzt aufpassen. Jetzt geht's bald los. Tag 10 kommen dann die Hordenächte dazu. Einen Bogen haben wir mittlerweile. Bis dahin haben wir aber auch die große Tasche. 6.03 Uhr ist unsere Uhrzeit. Ah, so langsam aber sicher dämmert's. Du machst mir Spaß. Du machst mir Spaß. Wenn ich jetzt hier... Steht schmutzig. Aber ist es wahrscheinlich vielleicht einfach dann geil, wenn man hier gießen will, ne? Komm, das gehört heute eh dazu. Was habe ich denn jetzt rausgeholt? Ein Kartoffelkeimling. Ja, ich nehme an, dann nehme ich das halt als Gießwasser. Ich dachte, dass Regenwasser sauber ist. So, dein Frühstück für heute. Wo sind die Gurkensaaten? Hier. Müsste ja noch ein Schluck drin sein. Bämsle. Ah, das hast du das letzte Mal schon. Dann schmeiß halt ein. Ne, es war Mais. Du musst sie erst hier ernten. Und jetzt kannst du die einfügen. Da muss ich jetzt hier auch wieder ran. Jetzt pass auf. Dann machen wir das jetzt hier einmal fertig. Bis dahin ist es auch schön hell. Dann sehen wir auch ein bisschen was. Dann haben wir da nämlich schon mal den Haken für heute dran. Perfekt. Kann sein, dass die hier jetzt nicht ganz so... Na doch, wir haben noch Platz. Boah, Alter, bist du ums Eck gestochen jetzt. Ah ja, direkt ein bisschen Gänsehaut gekriegt mit dir jetzt, mein Friend. Noch nerven sie nicht, aber der Moment kommt, ich weiß das, weil die sind nämlich irgendwann so penetrant, dass die halt, die kommen ja in der Regelmäßigkeit, diese Einzelzombie. Ist jetzt nur einer, den kriegt man... Irgendwas ausgegangen. Den kriegt man locker platt, aber es ist trotzdem dann irgendwann so ein Moment, wo du denkst, oh, ist der schon wieder? Und der schon wieder? Und jetzt kommt er ja schon wieder, weißt du? Und da müssen wir mal gucken, ob wir das dann anlassen oder ob ich es ausmache. So, die haue ich jetzt hier rein. Das müsste reichen. Dann machen wir mal eins, zwei. Getrocknetes Fleisch. Zack. Lass mich mal kurz deine Werte checken. Ja, hol mal noch frisches Wasser. Schalalalalala. Schalalalalala. Also gut. Natürlich könnte man das Feuer und den Kübel auch zusammenstellen. Dann hätte man den Effekt, dass ich nicht laufen muss. Aber der See ist ja jetzt auch nicht weit weg, ne? Die Äste noch. Ein bisschen mehr Fleisch könnte es schon sein. Hier ist es auch mal noch. Ja, so kommen wir einigermaßen zurecht heute. Komm, gönn dir mal noch so einen Kolben hier. Und dann gönnst du dir das noch, weil du hast ja dann ständig jetzt Material. Die haust du mal hier drauf. Okay, geht natürlich nur, wenn man vorher die Sachen runterlüpft. So. Jo, dann steigen wir halt heute mit ein bisschen Routine ein hier. Was soll's denn? So, kann ich eine Zwiebel auch hier drauf? Schade. Zwiebel macht denn die? Die macht minus 1 Durst. Aber weißt du, wenn ich sowas hier essen würde, würde ich auch eine Zwiebel dazu essen. Und so können wir doch leben, oder?
Leben und leben lassen. Also, dann machen wir uns jetzt an die Arbeit. Ich werde nur noch kurz einmal. Guck, jetzt plötzlich bin ich es eh schon gewohnt. Drücke ich wieder rüber. Musste gar nicht. Wenn der Bär kommt, müssen wir uns was einfallen lassen. Und der kommt bestimmt nochmal wieder. So, also pass auf. Da hinten brauchen wir dann Material. Soweit ist klar. Wir hatten zwei Wegen. Das ist auch gut. Die nehme ich mal kurz mit. Ja, heute geht es halt jetzt darum, ein bisschen Materiallager aufzubereiten, dass ich zukünftig Mats farmen kann für uns. Das ist das eine. Und das andere ist eben den Bunker 2 aufzubauen, dass wir hier mehr Platz kriegen. Ja? So, das sammle ich jetzt mal hier so ein. Und wir sollten eventuell auch die andere Maschine gleich wieder ins Laufen bringen hier. So, zack. Und dann haben wir doch schöne Aufgaben. Würde ich sagen, machen wir jetzt heute hier die Runde, wie ich sie angekündigt habe. Dann würde ich sagen, gehen wir morgen die Krokodile holen. Bauen uns die. Ach so, warte mal. Ich bin wieder so schnell, gell? Im Prinzip ist es nämlich das Problem. Der große Rucksack wird hergestellt am Webstuhl. Und der Webstuhl, da haben wir das Tech noch nicht. Aber trotzdem, Krokodil, wenn wir das vorbereitet haben, schadet es nicht. Dann haben wir die Sachen schon mal da. So, jetzt holen wir erstmal hier einen zweiten Ständer, brauchen wir. Das war der hier. Aber ich kenne mich, das reicht uns ja nie. Ist wie gesagt jetzt hier ein Let's Play To Do. Ja, weil dann haben wir nämlich das in Zukunft im Kopf. Und ich kann Mats einräumen vor der Folge. Okay, da fehlen jetzt nochmal welche, aber die kann ich ja nochmal nachholen. Der ist schon mal fertig. Hier fehlen noch zwei Stück. Eins, zwei. So, und dann wisst ihr auch im Prinzip, okay, da sind immer plötzlich Materialien drin. Ja, wisst ihr jetzt mit dieser Folge heute, so mache ich das halt in Zukunft. Nur, dass wir es jetzt einmal gemeinsam machen. Oh. Das war's mit der Axt. War aber auch wieder klar. Das brauchen wir für ihmchen. Und ich glaube, gehen wir mal kurz gemeinsam rein. Shalala Ringua, Showway. Ich hab vergessen, wie es baue, ich hab's vergessen. Ein Stock. Ach, das war ohne die. Naja, so ist halt das Leben. So ist halt das Leben, Ewe. Alles klar, weiß ich aber Bescheid, ich brauche noch einen Stein. Jetzt habe ich bestimmt keinen mehr. Ja, doch, habe ich. Also, Stickle, Stäule und ab dafür. So. Jetzt aber. Jetzt aber, Marva. Bin auf die neuen Biome auch gespannt da, ne? Vielleicht haben wir ja gut, obwohl das Sumpfbiom müsste ja noch bei den Krokodilen sein. Das kennen wir ja. Es soll ja aber sowas Wüstenähnliches jetzt auch geben. Bin mal gespannt, welche Mats dann vornehmlich da zu finden sind. Und ich meine, in den Comics was gelesen zu haben, dass sich die Erze in den Höhlen aufstellen muss, diese Extraktoren. Nicht mehr wie früher an den verschiedenen Spots, ne, die eingezeichnet waren. So. Ja, und dann fahre ich in Zukunft nämlich dann einfach dieses Zeugs hier ran. Und dann können wir in aller Ruhe die Materialien verbauen, die ich rangefarmt habe. Ist einfach fürs Let's Play ein bisschen schöner, finde ich. Aber einmal müssen wir es auch zusammen machen. Können wir nachher da hinten vielleicht gleich schon die Dings aufbauen? Das wäre schon cool heute, ne? Wenn ich das gleich hätte. So. Müsste jetzt auch gleich der nächste Wampi wieder kommen. Vielleicht haben wir ja Glück und die bringen uns den ein oder anderen Stoff immer vorbei. Ich glaube, wir haben erst einen Stoff und wir wollen uns ja diese Helmlichtlampe aufbauen, bevor wir da mal in die Höhle gehen. Oder wir machen es mit einer Fackel. Da ist schon der nächste Wamp. Ich glaube, dass der was getrunken hat, bevor der eingestiegen ist in die Folge. Er hat auch wieder nur so Schrott dabei hier. Der nächste Bär, wenn käme und wir kriegen den nochmal so platziert wie den letzten, könnte man mal mit den Pfeilen probieren. So müsste einer übrig sein, gell? Den baller ich jetzt kurz hier schon mal rein in meinen noch nicht vorhandenen zweiten Turm. Turmausläufer, der richtige Turm mit der Dreier. So. Ja, dann waren wir einmal gemeinsam fleißig und einmal
das gleiche jetzt gleich noch mit Steinen. Da müssen wir aber auch nicht so weit raus. Nur da sieht man auch so ein ganz kleines bisschen, was an Vorbereitungszeit zwischendrin ist. Ne? Weil das können wir nicht immer machen. Sonst haben wir nachher vielleicht eine Playlist von x Folgen und die Hälfte davon war sowas hier. Das wäre dann eine Nummer zu viel, finde ich. Zum Anschauen ist es eh schon sehr farmintensiv. Das muss man mögen. So. Die Werte sind noch soweit okay. Es ist ziemlich warm, 34,5 Grad. Wir gehen in die zweite Jahreshälfte oder sind gar schon in der zweiten Jahreshälfte. Müssen wir gleich mal gucken, dass ich das immer auch ein bisschen vor Augen habe. Ja, Juli sind wir schon drüben. Schubdu, schubdubidubidubidu. Schubdubidubidu. Siehst du, jetzt haben wir die einmal zusammen voll gemacht. Das werden wahrscheinlich im Verlauf der Zeit noch mehr. Und so viel wir halt brauchen. Dann machen wir die Dinger hier voll und dann gehen wir uns kurz um Stein kümmern. Dann schmeißen wir die Schmelzen an und dann bauen wir drüben das Ding auf. Dann würde ich heute noch gerne ein paar Pfeile nachcraften mit euch, sodass wir morgen die Grogos machen. Die sind ja auch nicht weit raus. So, 1, 2, 3. Habe ich es leer? Ich habe es leer. Ja, so. Den stellen wir jetzt schon mal gleich dahin, wo ich ihn als nächstes brauche. Am besten schon mal befüllt. Schubidubdubidu. Schubidubdubidu. Showing. So. Haben wir dann alles soweit im Griff. Wir wollen eine Höhle besuchen. Wir wollen die Krokodile machen für die große Tasche. Das Blueprint braucht man natürlich für den Webstuhl. Aber auch das werden wir früher oder später finden. Ich nehme an, dass wir demnächst die Städte vorziehen werden. Müssen wir. Müssen wir. Ohne die Blue. Das ist noch ein bisschen ungünstig gelöst für mich, also aus meiner Sicht. Dass man diese Technologiesachen in den Städten finden muss. Und irgendwie will man die ja, um weiterzukommen. Und dann machst du so eine Statue und dann sind die uninteressant, die Städte für mich. Weil da gibt es ja keinen Loot, den ich nur da bekomme, oder? Ich fände es besser, wenn es ein Technologiebaum wäre, der sich über Skills oder so freischaltet. Aber das ist Geschmackssache, denke ich mal. So, das haben wir. Dann können wir, bevor wir das hier einräumen, müssen wir natürlich... bevor wir das einräumen, brauchen wir das Lager. Ne? So, einmal. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, bauen wir uns noch einen zweiten Steinbehälter. Den können wir nämlich auch hier reinballern. Und das ist dann die Farmrunde, die ich als vor den Folgen mache in Zukunft. Lager, Steinkiste. Was möchte der für die Steinkiste an Mats? 10 Nägel und 8 Bretter. Ich weiß nicht, ob wir noch Nägel haben. Bestimmt irgendwo. Schraubenhammer. Hier sind Nägel. 2 Stück nur noch. Haben wir drüben nicht auch Nägel gefunden? Als wir unterwegs waren. Auch nochmal 2. Ja gut, das bringt uns herzlich wenig, weil wir brauchen ja Barren. Ne? Pass auf, dann machen wir folgendes. So. Shall we? Ja, es ist einfach zu eng hier drin. Aber das war klar. Das haben wir ja auch extra eng gebaut, dass wir noch was Größeres bauen können. Ne? So, die mache ich natürlich jetzt heute in der Folge nicht komplett voll. Das können wir dann die Tage mal machen. Also ja. Hau das auch mal rein, da kriegst du ja doch ständig genug davon. Aber einer reicht uns ja nicht hier, ne? War da nicht ein Barren gerade drin? Die Eisenbrocken, die sind schon zum Rausnehmen, ja. Zack. Zack. Ne, ist Glas gewesen. Das ist Glas gewesen, das macht aber nichts, weil den kann ich schon mal hier reinmachen und den kurz anzünden. Das meine ich halt. Wir können ja mal, oder das kann ja jemand, wenn er Bock hat, mitzählen, wie viele von diesen da jetzt über so eine Folge hinweg kommen. Ja, die bringen halt auch Verbände und so. Also es ist nicht das Schlechteste, wenn man die mitmacht, oder? Ich lasse mal an. Im Moment nerven sie noch nicht so. Ich weiß es nur aus dem letzten Staffel, dass es irgendwann so sein wird.
So, da brauchst du jetzt aber auch keine mehr klein machen, weil da liegen ja genug, ne? Lass mich das mal kurz rüber schaffen hier. Das auch, das auch, das auch, das auch. Ne, die nicht, die brauche ich. Oh, da waren Fünfer voll. Weißt du, dann können wir die hier eigentlich auch gleich durchschmelzen, wenn ich sie gerade schon sehe. So, ich ziehe einer nach. Ich ziehe einer nach. Ich zünd an. Und hau hier einfach mal die Sachen rein. Ich glaube aber, eins von denen hätte ich lassen sollen, weil irgendwie erinnere ich mich ganz dunkel dran, dass du eins von den Mats später brauchst. Irgendwas war da. Irgendwas braucht man in seiner Urfassung. Was bleibt? Wir holen uns das dann, wenn wir so weit sind, oder? Fertig. So, Leute. Dann machen wir uns jetzt gleich die Nägels. Und dann passt das, sobald der Barren durchgeschmolzen ist. Hier ist er doch schon. So, die befülle ich dann später, ja? Dann sind wir jetzt fast so weit. Dann machen wir noch kurz die Steinrunde gemeinsam. Hier sind die Nägel. Acht Bretter, die dürften auch durch sein. So, und jetzt haben wir nämlich eine gewisse Routine. Wo die Sachen einfach laufen. Und wir wissen auch, wie es passiert. Das ist mir halt persönlich ganz wichtig. So, da müssten zwei draufpassen, gell? So. Siehst du? Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz gucken. Schalalalilula. Schalalalilula. Die hat noch genug Mats. Ist schon praktisch, oder? Ist schon praktisch mit dem Wagen. So. Müssen wir ein bisschen auf die Sonne achten. Im Moment haben wir 11. Kann gut sein, dass ich dann die eine Paste mitnehme, die wir gebaut haben. Dass wir die auch mal testen. Können wir eigentlich gleich machen. Wir haben ja zwei gebaut. Nehmen wir die eine, wenn wir die Krokodile machen. So, den nehme ich jetzt auch noch. Komm, wir holen uns kurz die Paste. Pasta, Pasta, Schilalasta. Hier ist sie nicht drin, Schalala. Ne, ich wollte eigentlich so. Genau. Also im Moment haben wir einen Wert von 74. Ich benutze die. Zack, wir sind auf 100. Jetzt haben wir einen gewissen Schutz, ne? 96 sind wir, 95. Ah, jetzt weiß ich, wie das Prinzip ist von dem Ding, ne? Also es ist nicht so, dass dich es eine Weile schützt und du keine Probleme mehr hast. Hier, den nehmen wir jetzt ausnahmsweise auch mit. Ein bisschen Lehm auf Vorrat. Also du kannst im Prinzip, bevor du auf Null gehst, mit der Paste deinen Wert wieder nach oben justieren. Das ist okay. Jetzt haben wir nur ein Problem, dass die Scheiße ja auch was wiegt. So. Siehst du, da geht halt ein Haufen Zeit drauf. Aber wenn ich das jetzt zukünftig so, sobald hier dieser Turm fertig ist, haben wir ja ein Lager. Dann mache ich uns schöne Bereiche mit Rohstoffen. Die Steine werden wir wahrscheinlich außen lagern und dann kann ich das immer füllen. Und wir können im Prinzip dann immer gemeinsam die Sachen verklopfen. So finde ich es doch okay. Dann ist so ein bisschen Bewegung drin. So. Ne? Deswegen aber einmal gemeinsam heute. Finde ich, gehört auch dazu. Dann weiß auch jeder, der das Spiel zum Beispiel noch nicht kennt, dass da hinten ein Baumstamm rollt. Noch einer. Nee, falls du halt wirklich jemand zugucken und denkst, ja, das Spiel könnte mich interessieren. Wenn du nur rausschneidest und nie zeigst oder erklärst, hast du halt irgendwann den Effekt, dass jemand total verwundert ist, wenn er sich Spiel holt, wie scheiße viel Farmerei das halt hier ist. Siehst du alleine jetzt schon hier, ne, so einen Wagen voll zu machen und wie schnell dann die Mats immer verbaut sind. Und da muss ich aber sagen, für so eine Runde sind diese Zwischenwampis schon sehr angenehm, ne? Die Zwischis. Ist mal ab und zu was da. So, der müsste jetzt voll sein. Perfekt. Ja, weil hier können wir jetzt jede Menge Material verholzen dann auch. Das passt schon. So, wieder auf die 2. Dann ist das auch gleich rausgeräumt hier. Da hinten ist auch noch einer drin. Den könnte man eigentlich überlegen, ob wir den auch noch wollen. Wir sammeln einen. So. Ein Farmerleben ist schön. Am meisten mag ich ja hier, dass wenn er schon überladen ist, dass er sich richtig überladen kann. So, tu mir mal gefallen, fahr mal mit dem Wägelchen kurz vor. Da war nämlich auch noch einer, der würde sonst später in der Butze glitschen. Das wollen wir ja nicht. Und da müssen wir jetzt halt dafür sorgen, dass die Bretter
Behälter vorne voll sind und so weiter. Und das kostet jetzt hier nochmal das gleiche, wie wir schon mal gemacht haben, aber da lasse ich mir jetzt mit Sicherheit dann auch was einfallen. Komm, wir machen den voll. Dann haben wir es wirklich jetzt erledigt dann. Müsste eh gleich wieder ein Wembis kommen. Wenn er nicht sogar schon irgendwo rumkrautscht. So, ja, voll, in Anführungszeichen, so voll als möglich. Jetzt nochmal eine Steinader anzukratzen, müssen wir nicht unbedingt. Was hast du? Jetzt haben wir das Problem mit der Sonne, ne? Okay, der macht ja nur den Wert, der drauf stand. Das heißt, du müsstest jetzt, jetzt sind wir hier drin. Jetzt geht der Wert hoch, weil wir im Schatten stehen. Es sind zwar hier 40 Grad, aber der Wert tickt halt, weil wir nicht in der Sonne sind. Das heißt, da sind wir nicht Sonnenbrand gefährdet. Das habe ich jetzt verstanden. Das ist erst halb eins, ne? Durst. Guck mal, wenn wir hier reinstehen, glaube ich, haben wir denselben Effekt. So. Ja, ist okay. Hol dir mal... Wenn wir dann später das Stockwerk da oben drauf haben, dann haben wir übrigens denselben Effekt. Dann wäre hier auch schattig jetzt, ne? Tickt halt sofort runter, wenn du draußen bist. Nein, 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 nicht ausmalen. Gottes Willen, Gott sei Dank frägt danach. Einfach nochmal hier nachfüllen. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt hier mal die Dinger kurz voll. Holen noch eine Ladung Holz. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ins Fundament anfangen, ne? Das hast du gar nicht fertig gebaut. Muss ja nochmal ran, hä? Wo ist denn der Wampi? Der müsste doch jetzt schon längst da sein. Hier, das zum Beispiel, das kann jetzt weg. Ja? Der kann weg. Den Mittelsteg würde ich aber nochmal lassen, weil da weiß ich noch nicht genau, ob ich den dann später brauche. Mittelsteg lassen wir. Und hier haben wir es ja extra so angezeichnet, dass es einigermaßen nach was aussieht später. Den lasse ich mal. Ich weiß noch nicht, wie wir es verbinden werden. Und hier muss nochmal eine Reihe dazu, ne? Ja, passt. Eins, zwei. Oh, eins, zwei, drei. Jetzt sind es vier. Ah, weil ich die Terrasse schon bei habe, gell? Warte mal, jetzt muss ich kurz. Wir haben zwei, also insgesamt müssen es vier sein. Das heißt, hier muss nochmal einer hin. Und hier. Und dann brauchen wir, glaube ich, den aufs Eck. Hinten ist der Wampi. Dann brauchen wir den hier. Den hier. Ich glaube, dein Speer ist kaputt gegangen vorhin. Und Tuch dabei? Ne, ein Seil. Und ich bin überladen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal ausladen. Ich muss nur kurz gucken, dass ich die Ecken hier sauber hinkriege. Das ist die Eckenreihe. Das heißt, der hier muss weg, richtig? Wir müssen aus der Sonne raus. Und der muss hin. Jetzt mache ich aber das noch kurz fertig, ja? Der muss weg. Und hier muss nochmal der Ecki hin. Und dann haben wir es. Jetzt. Hab mich kurz ein bisschen angetäuscht hier. Wir gehen mal eben aus der Sonne. Komm. Ist recht. So. Also, da mache ich jetzt einen kleinen Schnitt. Ich kümmere mich ein bisschen um die Schmelzen, bis unser Sonnenbalken wieder oben ist. Falls ein Bär kommt oder so, hole ich euch dazu. Ansonsten geht es für uns gleich draußen weiter. Kommt uns natürlich entgegen, wenn mal für einen Moment die Sonne dann verschwindet. Das macht dann schon Sinn. Jetzt brauchen wir jede Menge Holz. Gehen wir nochmal eine Fuhre zusammenholen. Hier würde ich jetzt aufhören. Da laufe ich dann eben schön hoch und hole die dann so immer ran. Die können wir mal kurz einsammeln. Nee, sonst kommen wir dann nur durcheinander. Gehen wir hier kurz einmal eine Wagenladung holen. Ich muss nämlich jetzt tatsächlich Bretter machen, ganz viele. Plus Holz holen für die Fundamente. Ich würde sagen, wir gehen die jetzt gemeinsam an. Und alles, was wir in der Folge heute nicht schaffen, mache ich dann fertig vom rechten Turm, sodass wir morgen Wände und Kisten da reinziehen können. Beziehungsweise
wenn wir die Zeit morgen haben, weil morgen möchte ich zu den Krokodilen mit euch durch. Eigentlich gehört es gemacht, ne, wegen Leder. Aber ich glaube, im Moment würde ich Leder eher holen, wenn ich Bedarf habe. Und die City hier wollten wir noch fertig looten, sobald wir dann so weiter haben. Ja, ist halt die Frage, wann wir diesen Webstuhl dann finden. Ne? Das ist ein bisschen ein Problem einfach. So. Ja, aber guck, ich kann ja schon mal die Bretter hier rausholen, so gut ich kann. Zu kleiner Rucksack, einfach für große Bauprojekte. Wird es Zeit, dass wir einen großen haben dann. Lass mal reingucken. Ja, wenn ich den da rüberlege. Den da unten. Und den da. Dann kriege ich nochmal Bretter mit, ne? Das ist ja ganz so tragisch. Zack, zack, zack. So, Leute. Fangen wir hier auch wieder außen an. Sechs sind schon mal drin. Sechs sind schon mal drin. Drei. Kostet halt, ne? Kostet halt Zeit. Auf der anderen Seite hast du dann was für die Ewigkeit. Wenn du dir die Wampis nicht abbauen. So, da ist alles klar. Hier ist alles klar. Ja, aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht, ne? Ist halt die Art Spiel. Ich sag das immer so dazu. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich viel zu oft lese. Ist also langwierig. Ja, ist es halt. Aber man sucht sich ja selber raus, dass man zockt, ne? So. Noch drei Bretter. Dann hätten wir den Mittelsteg fertig. Jetzt habe ich, muss nachher mal gucken, wenn ich die Zeit finde. Oder es weiß jemand von euch, wie viele Special Wampies kamen denn jetzt von den Kleinen? So, jetzt haben wir den Mittelsteg. Dann würde ich sagen, den bauen wir heute fertig. Und ich mache dann das außenrum morgen fertig. Weil jetzt müssen wir nämlich hier Material holen. Ja, aber guck mal, wie sich das dann entwickelt. Und der 3x3-Turm, der wird ja mit Terrasse dann nochmal eine Ecke größer. Das passt schon. Und den machen wir dann auch entsprechend in die Höhe. Weil das 2x2, das ist einfach ein Nümmerle zu klein für mich. Ich mag das einfach. Wenn wir uns da ein bisschen ausleben können. Freue mich aber auch auf den Ausflug morgen mit euch. Ciao, Wayne. Wir kommen hier wieder angeschossen. Siehst du? Komm mal vorwärts. Na, schade, das reicht nicht. Musst du dann von hier hin. Lum, lum. Oh. Aber das ist halt der Nachteil. So schnell ist Material weg. Das war nichts. Bioöl. Mir wäre lieber gewesen, wenn du jetzt eine Tüchle mitgebracht hast aus deinem Zuhause da oben. So, jetzt überlege ich gerade, wir machen jetzt die Reihe hier gemeinsam fertig, würde ich sagen. Und dann haben wir heute gut was gearbeitet. Wir haben die Steinlager voll. Das heißt, ich kann mich jetzt schon um die Schmelzen kümmern. Ihr wisst in Zukunft Stein und Holz. Wenn es bei uns was zum Bauen gibt, warum ich das habe, dann wisst ihr das. Wo es herkommt, wie zeitintensiv das ungefähr ist. Einfach, dass man selber abschätzen kann, was so ein Bauprojekt später an Zeit schluckt. Weil wir hören jetzt natürlich mit der Butze nicht auf. Ich will schon was Schönes für uns bauen. So lässt sich's aushalten, ne, wenn dann die Sonne weg ist. Die Werte sind momentan für uns noch kein Problem. Ja, wir müssten eigentlich, die Blaupausen bräuchten wir eigentlich. Ich will jetzt aber auch nicht. Ist es noch so, dass in einer Stadt, und man weiß jetzt nicht, welche zwei Blaupausen sind, oder ist es mittlerweile so, dass es genug Städte für die Blaupausen gibt? Vielleicht machen wir ja doch eine, wir können das natürlich auch so machen. Aber das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das macht. Holt ihr euch die Blaupausen, sobald ihr einen Bogen habt? Und macht dann später einfach gemütliche Lootrunden an die Cities? Oder macht ihr das nach und nach? Weil für mich ergibt es keinen Sinn zu warten. Warum sollten wir gegen Ende dann erst die letzte Blaupause holen, ne?
Lass doch mal was hören, weil wir haben ja jetzt einige Projekte. Dann kriege ich durch die Vorproduktion die Info nämlich knapp, bevor wir jetzt irgendwas entscheiden. Weil ich würde nämlich fast sagen, wir holen uns die Blaupausen baldmöglichst. Dann können wir auch alles bauen, dann sind wir da nicht so. Konzentrieren wir uns lieber ein bisschen auf die Fans von der Base für die Hordenächte oder sowas. So, jetzt haben wir im Prinzip noch den Bedarf. 3 und 4 sind 7, also ein Wagen noch, dann haben wir das geschafft heute. Und die Ränder mache ich dann und den Foundation hier, die mache ich auch mal irgendwann zwischen den Folgen. Und dann haben wir die Grundlagen und dann können wir uns ans Ausgestalten wieder machen zusammen. So macht Sinn. Dann haben wir uns jetzt schön durchgekämpft. Morgen machen wir dann die Krokodile. Und irgendwann so zwischendrin habe ich dann wahrscheinlich auch die Dinger gebaut. Die Foundations. Was brauchen wir für die Krokodile? Halt einen Haufen Pfeile, würde ich sagen, ne? Wir gucken nochmal, ob unser Bogen noch frisch ist. Weil den benutze ich ja oft. Ich wollte gerade sagen, einer müsste noch sein. So. Ich kann sie jetzt nicht verkommen lassen. Okay, sind aber genau 3, ne? Übrigens hier, ich weiß, dass das manchmal sehr schnell aussieht und gestresst, ist aber nicht gestresst. Ist einfach das Männle, das dann schnell läuft, wenn man es lumpscht. Und warum sollte ich eine gerade Strecke langsam laufen, ne? Aber es hat mit Stress nichts zu tun, das ist einfach nur in der gleichen Zeit mehr Holzkohl. So, die erste Ecke wird auch schon ein bisschen angezeichnet, hier ist das super. Okay, damit haben wir einen Anfang gesetzt von was ganz, ganz Wichtigem. Lager. Dann kommt der Turm. Was ich noch gern machen würde, ist kurz mit euch die Terrasse anzeichnen. Ja, die wird dann so. Hier kommt dann der Mr. Eckler. Genau. Und dann kommt hier 1, 2, 3. Muss ich gerade mal gucken. 1, 2, 3. Und dann kommt hier der Eckler wieder hin. Dass wir ungefähr mal ein Größenverhältnis wissen. Das war nicht der Eckler, nehmen das. Genau. Und dann müssten jetzt normalerweise 1, 2, 3 wieder ein Eckler. Genau. Und dann gehen wir hier wieder mit 3. Das wird halt der Hauptturm. Deswegen ist der ein bisschen größer. Zack. Und dann gehen wir hier rüber. Schließen das Ding einmal ab. So. Den Steg mache ich natürlich da nicht hin. Das kommt wieder weg. Das war nur zum Anzeichnen, dass die nachher schön sitzen. Hätte ich den frei angezeichnet, könnte ich nachher obenrum die Gebäude nicht miteinander verbinden. Deswegen habe ich es so gemacht, ne? So sieht's aus, Leute. Ja, Hauptturm, Lagerturm. Hier machen wir später vielleicht die Elektrik rein. Vielleicht machen wir die zweistöckig, den sechsstöckig oder so. Ich weiß es noch nicht genau. So, jetzt hole ich noch ein bisschen Material ran, bevor wir die Folge morgen starten. Und wir gehen aber morgen on Tour. Und wenn ich Zeit finde, eine kleine Lücke, dann baue ich die Foundations von hier schon mal fertig. Dann können wir das Lager einrichten, bald möglichst. So sieht's aus. Jetzt kümmere ich mich mal ganz kurz um die Schmelzen. Und dann ist da auf morgen auch wieder ein bisschen was drin. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bei der Farmrunde und Besorgungsrunde. Dann müssen wir in Zukunft, wo die Sahne herkommen. Pünktchen und Anton. Bis dann, Leute.